Phrase. Liebe Freunde, liebe Wiener, liebe Wiener, ein herzliches Dankeschön an das Herz, das heute spürbar geworden ist, für unsere Wiener Heimatstadt. Danke an den Herren und Herren für dieses graue Wunder, das möglich geworden ist. Danke an alle Mitstreiter, die neben mir, hinter mir mitgeholfen haben, dass das möglich werden konnte durch ihre Arbeitskraft und Unterstützung, weil ich eine hervorragende Mannschaft neben mir habe. Und ich danke daher einem Herbert Kickl, unserem Wahlleiter, der ein großartiges Geleistet hat. Ich danke unserem Bundesgeschäftsführer Heinz Reichsverband, der wieder ein erstklassiges Land in ihn gemacht hat. Unserem Ehrenhauptmann, dem ich so viel zu verdanken habe, weil ich von ihm so viel lernen durfte, Magister Ingmar Pallas. Ich danke meinem wirklich tollen Mann und Stellvertreter, der noch Großes für sich haben wird, Magister Johann Gomelus, der war ein Fußballmacher. Ich danke dem Landesgeschäftsführer, Udo Bund, Kirche und Organisation, ihr habt Spitze, was ihr geleistet habt. Andi Kuchenkörper und Udo Bund, Kirche. Immer diese Landesverrichtung. Und ich danke unseren Landesverdächtigen, der Hans-Jörg Kellenwein, trotz der Arbeit mit der Presseabteilung. So kann es weitergehen, wir sind doch nicht am Ende angekommen, liebe Freunde. Wir werden Verantwortung übernehmen. Wir wurden heute innerhalb von nur 5 Jahren zu einer politischen Kraft wieder gemacht. Und das ist einzigartig in der Geschichte der Zeitung Republik. Warum? Als vor 5 Jahren die Freiheitliche Partei am Boden lag und uns und mir ein Scherbenhaufen übertreten wurde, ich damals mit meiner Mannschaft und mit euch gemeinsam die Verantwortung übernommen habe, da hatten wir 3% in den Umfragen. Heute, nur 5 Jahre später, haben wir das historisch beste Ergebnis in der Geschichte der Welt Berlin wieder erreicht und aufgestellt. Und ich sage euch, Hand aufs Herz, das ist noch immer für mich noch nicht ganz realisierbar. Da muss man auch drüber schlafen und das muss man erst verarbeiten, was hier Großartiges gelungen ist. Und ich werde auch das sehr verantwortungsvoll leben, denn ich sage, die große Verantwortung ist mir bewusst. Ich bleibe mit beiden Beinen am Boden und ich werde sehr bescheiden für diese große Politik. Jeder heute freiheitlich gewählt hat und nur wer freiheitlich gewählt hat, hat der Arroganz und der Präpotenz, der SPÖ, die Absagerei und die absolute Absagerei. ÖVP und Grüne haben dazu gar nichts beigetragen, dass sie mir als Geschäft in und auch eine Absage heute erhalten haben. Weil weder der ÖVP, aber auch die weniger Wiener, die Grünen, als Mitbetrager für Halbe und die SPÖ. Und das ist heute auch zum Ausdruck gekommen durch diesen Wahlausgang. Und mit über 12,2%, die wir heute zunehmen konnten, haben wir Geschichte geschrieben. Haben wir ein blaues Wunder zustande gebracht und ich sage euch eins, erinnert euch, dass im Jahr 1996 ebenso ein historisches Ergebnis möglich geworden ist, hatten wir bei der darauffolgenden Nationalratswahl 27% Bundeswahl. Ja, es ist noch eine bundespolitische Ansage gegen diesen roten und schwarzen Proporz, wo heute weniger die Proporzritter sichtbar geworden sind.
nicht, dass Sie den Wählerauftrag im Sinne eines notwendigen Demokratieverständnisses erst genommen hätten. Nein! Heupel hat eigentlich vor einiger Zeit gesagt, wenn er seine absolute Mandatsmehrheit verlieren sollte, dann wird er noch am Wahlabend zurücktreten. Und er hat ja nichts mehr davon gehört. Keine Präsidenz bis dato. Er will auch weitermachen, so als wäre nichts passiert. Er will den Wählerauftrag nicht ernst nehmen. Er lebt auch das Demokratieverständnis nicht. Er will am besten rot-schwarz wieder Bundesebene fortsetzen und wieder austauschen und auspartieren. Da hat er nichts verstanden, der Herr Halper. Wenn die Wähler wollen, blau-rot und 50% der sozialdemokratischen Wähler wünschen sich das Ende der Ausgrenzung und auch eine blau-rote Perspektive in Österreich. Persönliche Diffamierung, die von Seiten der SPÖ, aber auch der Bürger gegen meine Person gelebt hat und gegen unsere Partei. Wo man mich als jemanden, der Inländer, aber auch die gut integrierten Zuwanderer vertritt, versucht hat, persönlich zu diffamieren mit diesen Unterrichten, auch das hat eine Absage erhalten. Wir gehören keine Ecke, wir stehen in der Mitte unserer demokratischen Gesellschaft. Als soziale Heimatpartei und als patriotische Kraft in Österreich, die den Schuss macht, mit einer Multikulti von Masserei, die eigentlich an den Rat der Politik gewählt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute auch erlebt, dass man die freiheitlichen Inhalte so stark gemacht hat, dass man nicht über ein Viertel der Wiener Europäer einfach ausgelassen hat. Das ist